Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video Ark Mod Testen mit mir und einem freshen Homo Deus da hinten namens Malte. Hallo. Und heute befinden wir uns auf Ragnarok in der Wüste, das eigentlich komplett unnötig ist. Das hat nichts mit der Location zu tun, was wir heute machen, aber einfach so. Und zwar, ihr seht, ich habe schon wieder ein cooles Gehege gebaut und da unten seht ihr schon Namen, und zwar kleine Indoraptoren, beziehungsweise einen kleinen jugendlichen Alpha-Indoraptor und einen jugendlichen normalen Indoraptor, die beide weiß sind. Denn heute stellen wir die Ark Mysterious Mysterious Indomiraptor, genau, Indoraptor-Mod vor. Ein Indomiraptor wäre ja nochmal, das wäre die Steigerung von Indoraptor und Indominus. Das sind, ist eine Kreuzung aus beiden. Das ist ein Indoraptor und ein Indominus. Ein Indomiraptor. Das kommt bestimmt im dritten Teil. Ja. Naja. Ich hatte nämlich schon mal von Garuga den Indominus Rex Mod. So, jetzt, ich kann reden. Vorgestellt. Dieser Mod ist, glaube ich, nicht von Garuga, aber er ist schon sehr ähnlich, denn in dem Mod ist auch, wir müssen erstmal unseren eigenen Indomiraptor. Was habe ich mit meinem scheiß Indominus Raptor? Du kannst nicht reden heute, oder? Da müssen wir unseren eigenen Indoraptor. Genau. Ja, oh, guck mal, das meinte ich. Die sind aggressiv und töten sich. Oder das ist jetzt, den Besitzer. Das ist jetzt historisch akkurat einfach. Ja, jetzt müssen sie sich gegenseitig umgebracht. Ja. Egal, dann haben wir halt einen Alpha nur. Ist eh besser. Ihr seht, die sind noch highly aggressive, wenn sie jugendlich oder Babys sind. Das heißt, die werden auch euch angreifen. Deswegen müsst ihr erstmal warten und sie wahrscheinlich füttern. Der kann die Leiche nicht abbauen, aber gut. Dann haben wir denn, jetzt noch den Alpha. Ist der da jetzt halt gefrozen in ja. Er wächst auf jeden Fall. Ich guck mal kurz runter, weil ich habe eh Goddess-Modus. Deswegen kann er mir nichts anhaben. Der hat sehr wenig Hunger. Oder so nicht an. Ja, wir brauchen Futter für den. Deswegen, ich spawn jetzt einfach mal ein paar Dodos rein. So, dass der dann ein bisschen... Ja, weil das helfen wird. Ja, einfach irgendwas, das er essen kann. Wie viel Dodos? Keine Ahnung, sagt mir eine Zahl. Ich hab mal versucht, 1000 zu spawnen. Nee, 1000 ist zu viel. Nein, dann sagt 42 natürlich. Was 42 Dodos. Okay. Ja, 42 Dodos. Okay. Ja, gut, davon ist einer übrig. Dann fress doch mal den Dodo. Ihr seht, der ist sehr aggressiv und hungrig. Ich spawn jetzt einfach noch ein paar mehr Dodos rein von hier oben. So, Dodos. Spawn. Ich glaube, der ist jetzt... Nee. Wait. Vergiss es. So. Dodo, du gehst jetzt mal da schön runter. Ja, gut. Ach, da oben sind hier noch Dodos. Du schlägst die einfach tot. Oha. Ja, die können mir gar nichts, ne? Naja, der wächst auf jeden Fall. Die niederwertigen Tiere da. Oh, der blutet schon. Der hat wenig Vielleicht Leben. Ist es aber so ein Bluten, dass der einfach so schnell Leben gekriegt hat, dass die sich nicht nachregenerieren können. Kann auch sein. Ich tue ihm einfach noch ein bisschen was Fetteres rein. Wie wär's mit einem Tribe? Jetzt spawnst du so ein Bronto oder so. Oh, na, der hat... Alter Türk! Du bist auch dumm! Ich glaube, jetzt hat er genug zu essen. Außer der kommt da nicht hoch. Ja, okay. Okay. Ich baue den mal ab. Naja. Unser Ziel jetzt hier erstmal ist, den Indoraptor auswachsen zu lassen. Auch wenn es jetzt der Alpha ist, den wir schon vorstellen. Weil eben der den jugendlichen Normalen getötet hat. Was logisch ist, da Alphas sind. Und deswegen Alpha handeln müssen. Aber ja, wir werden den jetzt erstmal auswachsen lassen. Ich weiß nicht genau, wie groß der wird. Ich weiß nicht, also ich schätze mal, dass die Alphas eh größer sind. Danach werden wir einfach nochmal... Oder was heißt danach? Wir können das Gehege einfach teilen. Und dann lassen wir währenddessen auch den anderen wachsen. Ja, ich habe einen Dodo mit meinem Boomerang umgebracht. Cool. Gut, dann lasse ich den jetzt hier drin. Dann spawne ich da drüben noch einen normalen Indoraptor rein. Dann können wir hier den Alpha wachsen lassen, auf der anderen Seite dann den normalen, dass wir dann beide sehen können. Der hat hier sein Bier, der normale. Dann wird der bestimmt und besser. Und seine Boxen. So, Indoraptor Level 100 einfach. Tamit. Spawn. Tamit. Tamit. Oh, der das ist schwarz. Eine coole Animation. Der ist ultimativ filmakkurat, Malte.
Der ist schwarz mit einem orangenen Streifen. Oh, nice. Nice, nice. Gut, dann lassen wir den mal wachsen. Genauso wie den hier. Es wäre natürlich gut, wenn die noch ein bisschen Essen bekommen würden. Wie groß wird denn der? Ich weiß es nicht, wie groß der Alpha wird. Ich habe den Mod davor auch noch nie ausprobiert. Hier, ihr kriegt einfach Parasaurilophia. Parasaurolophie. Ja, stimmt. Ist das jetzt eigentlich die Mehrzahl oder nicht? Ich weiß es nicht. Nein, du sollst sie doch nicht töten. Was ich? Ja, du. Das sollen die Indoraptor machen. Ups. Oder Das brauchst du auch Fleisch zum Wachsen? habe ich Musst du so jetzt nicht viel ganz essen? verstanden. Okay, gut. Jetzt haben die da auf jeden Fall was drin, was sie fressen können. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis sie wachsen. Weißt du, was mich aufregt, wenn Menschen Parasaurus sagen? Parasaurus, ja, das ist wirklich, das ist unterste Schublade. Ja, echt unterste Schublade. So, wo ist der? Da ist der Indoraptor. Der hat noch was? Oder was geht mit dem? Der versucht uns schon wieder anzugreifen. Also, ich weiß nicht, wie das gedacht ist in dem Mod. Ach so, hier Indoraptor Implantat. Das ist anscheinend, das ist unter Sättel, deswegen hole ich mir sowas einfach mal. Was? Hä, was bringt es? Ich schätze mal, damit kann man auf dem reiten, kein Plan. Ich weiß nicht, Gut, ob wenn man es die auch unter Sättel wirklich ist, ist es wahrscheinlich. mit Dinos füttern muss oder ob man denen auch einfach Fleisch ins Inventar legen kann. Aber ich mache es einfach auf die coole Art und Weise und das ist, den wilde, schmackhafte Dinosaurier zu füttern. Frisch aus. Hey, yo, fang mal. Aus dem Overseer Tower, was? Habe ich das jetzt in mir drin? Nee, jetzt habe ich einen roten Du Fleck in könntest der Brust. möglicherweise einen Blutfleck am Gesicht haben. Bei mir. Alter Ben. Was? Wie bist du jetzt hier reingekommen, Ben? Hallo? Ähm, Wo was bin war ich? das? Warum sind Hallo? meine Homo Ich Deus? weiß Was es ist das nicht. eigentlich hier? Wo bin Ja, ich? du bist gerade in der Ja, komm. Aufnahme. Guck mal, ich bin so ein Stück Hosen mit Nervensystem dranhängend. Schneid es raus. Nee, das lasse ich drin, Alter. Gastauftritt. Ach, die ganze Scheißhose ist jetzt kaputt, Tim, du Hey, Arschknödel. ich habe gar nichts gemacht. Ich glaube, der Indoraptor hat dich getroffen. Der ist, glaube ich, inzwischen groß genug, dass er uns hier oben treffen kann. Auf jeden Fall ist meine Hose kaputt. Der ist gerade mal zu 50% ausgewachsen. Jetzt bin ich so ein Stück Hose, na toll. Wie sieht es mit dem anderen aus? Da, der ist noch nicht so fett. Bei dem geht noch was. Ah, der ist auf jeden Fall schon satt gefressen. Wie sieht es mit dem hier aus? Ja, der ist jetzt nicht so satt gefressen. Der braucht, glaube ich, noch ein bisschen was. Deswegen kriegt der hier einfach mal wieder ein paar Dinos. Weil der braucht, glaube ich, ziemlich viel, weil es ein Alpha ist. Deswegen kriegst du hier noch ein paar Parasaurolophi für dich. Wie wär's mit 12 Stück? Die kannst du dann schön essen. So, da. Fress dich fett. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie es mit dem Wachsen vorangeht. Entweder mache ich das jetzt in Zeitraffer oder ich mache einen Schnitt und wir sehen uns, wenn die ausgewachsen sind. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich könnte theoretischerweise auch Slow-Mo machen. Das mache ich. Willst du mir erstmal noch mal ein paar Hosen droppen? Ein paar Hosen. Ein paar Hosen, ich kann zu gut Englisch. Da ist Pants auch Mehrzahl. Hier, take this, my friend. Falls der Oh andere Shit auch man. noch kaputt geht. Oh, da Uhuhu. ist was ins Gehege Mein Fuck, gefallen. oh. Shit. Da gehe Was? ich jetzt nicht runter. Da würdest du auch nicht mehr rauskommen, da habe ich gar keine Leiter hin. Was? Hm, nichts. Also da ist gar keine Leiter. Nice. So. Oh, Alter! So ganz Alter, what the plötzlich. fuck? Heranwachsender Plötzlich alles Alpha. umgebracht einfach. So, wie weit bis der ja, aufhören zu laufen vielleicht? Der sieht aber cool aus mit seinem goldenen Streifen in weiß. Kannst du mal stehen bleiben, Indoraptor? Ich würde gerne sehen, wie weit du bist. 63%. Okay, der hat immer noch nicht genug Essen. Ich glaube, der braucht wirklich, wirklich viel. Dann halt noch mehr Parasaurolophie. Wie wär's mit 20 Stück? Nee, wir haben noch festgestellt, dass Parasaurolophen eigentlich sein müsste. Stimmt. Das klingt aber dumm.
Wie sieht's mit dem Endoraptor aus? Ey, yo, hau doch mal fuck, ab. Stimmt, so ist mir ja heiß. Alter, what the fuck? Der schlachtet da drüben. Immer so ganz plötzliche Wutanfälle hat der. Dir geht's noch gut, 43%. Ich frag mich, wann der, also anscheinend, beim Indominus-Mod war es so, der hat so ganz selten mal angegriffen. Auch dich selbst halt, und desto älter der geworden ist, desto weniger wurden die Angriffe. Aber Indoraptor ist anscheinend durchgehend aggressiv, bis er komplett ausgewachsen ist. Ist halt nicht so nice, deswegen, ja, am besten irgendwo einsperren. So, gut, Leute. Da bin ich wieder. Ich habe zwischendurch einen Turm gebaut. Und Malte konnte jetzt nicht rein, aber der guckt mir gerade über Steam zu, wie ihr wahrscheinlich oben rechts in der Ecke sehen könnt. Da steht jetzt live. Also Malte wird wahrscheinlich hinterherhängen, aber dann sieht Malte vielleicht auch die Indoraptoren. Ich sehe sie ja, die sehen cool aus. Ja, denn der neue Alpha sieht vor allem besser aus, weil ich ja zwischendurch den alten aus Versehen getötet habe. Und wir testen jetzt aber erstmal den normalen. Und dieses Implantat für den Indoraptor, das ist kein Sattel. Man kann auch ohne Sattel auf den reiten, aber es fungiert als Rüstung sozusagen, dass der mehr aushält. So, dann testen wir mal. Springen kann er natürlich, sehr hoch, auch aus dem Gehege raus. Laufen tut er normal auf zwei Beinen und rennen auf vier Beinen. Sieht ein bisschen wie Hoppeln aus als Rennen. Aber naja, sieht insgesamt ziemlich nice aus, finde ich. Unserer ist natürlich extrem filmakkurat jetzt. Deswegen sieht es nochmal besser aus. Ansonsten, was kann der denn so? Der kann beißen. Der kann schlagen. Auf C kann er nichts, auf Steuerung auch nicht. Auf X, auf U, auf P, auf O, auf T, auf R, nichts. Also er kann beißen und schlagen und springen. Und vielleicht wow. Während dem Rennen kann er auch beißen. Er kann nicht während dem Rennen schlagen und er kann halt aus dem Rennen raus springen. Jetzt fragt sich, wie viel Schaden so ein Indoraptor auf Level 160 macht, aber ich habe ihn nur auf Gewicht gelevelt. Also ich habe jetzt von den Stats, wie wir ihn auf Level 150 gespawnt haben, nichts verändert. Also eigentlich Schaden und so von Level 150. 892, also das sind glaube ich auch, so wie der Indominus Rex Mod von Garuga, ist das glaube ich jetzt auch kein Ding, was jetzt wirklich so krass OP-Kreaturen einfügt, sondern einfach eher auch was man in einem Vanilla-Arc-Gameplay mit einbauen kann. Okay, gut. Fragt sich, wie schnell der wird. Also, so, okay, so viel bekommt jetzt nicht dazu. Liegt halt auch an meinen Einstellungen, aber ja, es war's, glaube ich, schon vom Normalen. Mal gucken, was der Alpha so kann. Wahrscheinlich nichts anderes, einfach nur stärker, aber trotzdem. Der Alpha sieht schon mal von Grund aus besser aus, weil er größer ist und leuchtende Augen hat und anscheinend in anderen Farben entsteht, sage ich mal. So. Guter Satz. Ich weiß. Gutes Qualitat. So, was kann der denn? Der kann natürlich auch beißen und natürlich auch schlagen. Und der kann brüllen. Ja, nice. Ist jetzt zwar nicht die krasseste Brüllanimation und krasseste Brüllton. Ich kann mal kurz hier, damit ihr das hört. Ja. So. Mhm. Hört sich jetzt nicht so krass an. Kann er sonst was auf Steuerung oder so? Kann der was auf... Oh! Alter, der kann was auf O. Oh, was kann er denn? Night Vision activated. Oh, nice. Alter, Night Vision kann... Hä? Kann das der andere auch? Braucht das irgendwie Stamina oder so? Weil es wäre ja komisch, wenn alles nur der Alpha kann, weil dann muss man sich in den Motten Alpha zähmen. Nee, der kann das wirklich nicht auf O. Dann kann das anscheinend wirklich nur der Alpha. Musst du dir halt einen Alpha zähmen. Ja. So, O kann er auf jeden Fall Night Vision. Kann er was auf R? Echolocation. Alter, der Alpha, der ist krass. Echolocation ist einfach dieser Scan vom Dings, vom Tech-Helm. Der hält aber nicht für immer, sondern der macht so kurze Schallwellen. Und danach 5 Sekunden Cooldown. Dann könnt ihr eben Enemies unter Wasser oder hinter Büschen oder so detekten. Das ist ganz cool. Kann er was auf T? Ne, auf T kann er nichts. Auf X? Auf C kann er brüllen. Kann er was auf Steuerung? Nein. Kann er was auf P? Auf Z? Ups. Auf T?
Nee, R ist dann Echolocation und O ist dann Night Vision. Night Vision hält, glaube ich, so lang, wie man will. Ansonsten wüsste ich gerade nicht. Auf N, auf V öffne ich das. Also nee. Gut, dann war es das anscheinend. Jetzt mal kurz testen, wie stark der so ist. Sonderlich schnell sind die jetzt auch nicht, muss ich sagen. Hatte ich mir schneller vorgestellt. Aber trotzdem ist, glaube ich, relativ balanced. Der Alpha Indoraptor wäre, glaube ich, auf einem PvP-Server ziemlich nützlich, um auf Jagd nach Spielern zu gehen. Weil der jetzt nicht ultimativ groß ist, das heißt, man könnte damit sogar in Basen rein. Der ist relativ mobil, sage ich mal, wenn man den noch ein bisschen auf Movement Speed levelt. Und der kann eben Night Vision machen und Echolocation. Ich mache mal kurz Nacht, damit wir die Nachtsicht auch mal testen können, wie gut die denn ist. Ist wahrscheinlich einfach die vom Tech-Helm. Ja, Ja, los. so. Ja. Ist schon ganz gut, würde ich sagen. Da kann man Night Vision und Echolocation machen. Oder man macht nur die Echolocation. Sieht man halt nicht so alles klar, aber man sieht die Feinde besser. Aber ja. Das war's, glaube ich, eigentlich schon. Ist aber ganz nice. Ja. Der Alpha kann ziemlich hoch springen. Das ist auch gut. Also, ich glaube, wenn man den Mod auf den Server tut, dann lohnt es sich auf jeden Fall mehr, einen Alpha heranzuzüchten. Der braucht natürlich mehr Fressen, aber ich glaube, die sind beide ungefähr gleich aggressiv. Und dafür, dass du bei beiden eben warten musst, bis sie ausgewachsen sind, dass sie dich nicht mehr töten, lohnt es sich, glaube ich, eher einfach gleich auf den Alpha zu gehen, als davor einen normalen zu züchten. Aber ja, Genau. das war's, glaube ich, mit dem Mod. Mehr haben wir jetzt gerade nicht, aber der Großteil vom Video war eh, dass wir den aufwachsen lassen haben. So wie auch Ja. beim Indominus-Video das ungefähr war. Obwohl bei dem gab es noch ein paar Arten. Ich hoffe, dass bei dem hier auch noch ein paar Arten dazukommen, so wie halt in dem Indominus-Mod, dass sie noch einen Aberrant Indoraptor und einen Extinction oder Corrupted Indoraptor oder so machen oder einen für Scorched Earth. Wäre ziemlich nice. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Teilt es wieder mit euren Freunden, damit die auch diesen spektakulären Indoraptor nicht verpassen. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Tschüss, Malte. Tschüss. Bessere letzte Worte, komm, irgendwas Krasses. Was Wenn wir Saftiges. jetzt, wenn ihr auf Mediashop, da kann man sich den Hurricane Spin Scrubber kaufen. Das ist mal ein Gerät, also.